Wir sollten auf Sendung sein, ha? Huh? Sind wir auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Dieses Twitch, das ist ja faszinierend, ne? Ja, fast geil, wie oder? Fernsehen. Ja, fast das Gleiche, ja. Ja, Echo Fresh ist das hier. Das Fernsehen vom Morgen, Digga. Ihr werdet ihn alle kennen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Schon das zweite Mal, dass wir auf Twitch reden. Dieses Mal in einem würdigeren Ambiente noch. Letztes Mal war so Videochat. Ja, letztes Mal war richtig Quarantäne. Genau, letztes Mal war richtig Lockdown. Jetzt halten wir uns an die Lockerungen des Lockdowns. Genau. Mit aber mit Social Distancing. Immer noch etwas Distancing hier am Start. Aber wir sind bei Take in Krefeld am Start, wie ihr seht. Ihr seht uns gerade entweder bei Take im Kanal oder bei hiphop.de. Und wir haben ein paar witzige Sachen heute vor. Ganz am Ende wird DJ Axoy auflegen. Davor wirst du performen, ein ja. paar Songs. Ja. Davor werden wir ein paar lustige Spielchen spielen. Gut. Auf die freue ich mich besonders. Ich auch. Und davor machen wir das, was wir, glaube ich, schon seit 15 Jahren zusammen machen, nämlich ein kurzes Hip-Hop-Interview. Geil. Und ich bin heute der Barkeeper, weil wir wollen ja hier auch die Möglichkeit... Ey, was bist du sonst alles noch, alle? Moderator, Barkeeper, Therapeut, ja? Podcaster, alles. Wir haben sogar einen Partner heute. Chocomel supportet uns heute. Darf ich dir einen Kakao anbieten? Ja, natürlich, Alter. Chocomel, wer kennt es nicht? Also früher, ich muss ja sagen, ich will ja hier in einer anderen Zeit noch von mir. Da habe ich noch lieber als heute noch Chocomel getrunken. Okay, was? Ich verstehe die Antwort. Ich glaube, das meinten Chelo und Abdi und Nimo auch, als sie es in Songs erwähnt haben. Ja, weil das mit was anderem... Auf dich, mein Freund. Mit einem anderen Genussmittel total gut zusammenpasst. Weckt aber auch Kindheitserinnerungen zusätzlich. Ja, jetzt trinke ich das einfach so, weil ich auch gerne Kakao trinke. Aber wusstest du, dass viele Südländer eine Laktoseintoleranz haben? Mehr als Nordländer? Ja, das liegt okay. An den Genen, habe ich mich zumindest informiert. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwo gehört. Das ist eigentlich total Schwachsinn, das zu behaupten. Das ist ja wie eine Verschwörungstheorie schon fast. Ja? Man muss heutzutage vorsichtig sein, aber mit den Fakten, die man raushaut. Genau. Ich habe es mal gehört, ja, dass Südländer eher laktoseintolerant sind, weil sie die Milch nicht vertragen, weil es damals nicht in dem täglichen Bedarf war. Ja? Mhm. Also dann siehst du vielleicht den Kelten, wie er die Kuh melkt. Ja? Aber sie sind doch auch Hirten gewesen, nicht? Ja, aber waren das Kühe, Alter? Also Ziegenmilch ist man da nicht intolerant? Oder Schafe? Also wir haben Schafskäse gegessen. Trinken? Mhm, aber ich weiß nicht, ob wir Schafsmilch getrunken haben. Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Immer, man merkt es ja selbst, ob man es verträgt oder nicht. Schafskäse esse ich auf jeden Fall sehr gerne. Ziegenkäse geht so, da riecht man so ein bisschen die Ziege mit raus. Kennst du das? Ja, Ziege ist ja auch bei Fleisch immer so eine Sache, aber kann auch schweinelecker sein. Also ja. Ziegenkäse kann schon richtig, richtig cool sein. Generell, meine Frau sagt so, wegen Fleisch, ich will jetzt nicht hier auf Vegetarier machen, bin ich nicht. Aber sie hat da so eine Netflix-Doku gesehen, das ist eine zweite die zweite Infoquelle der Menschheit, so, ja. Ja. Dass das halt nicht so gut sein soll. Ja. Diese Netflix-Dokus darüber, also ich habe auch mich sogar motivieren lassen, auch unter anderem von den Netflix-Dokus, um meinen Fleischkonsum hart zurückzufahren. So. Und ich lebe jetzt nicht irgendwie komplett vegan oder als Vegetarier, aber ich versuche halt zumindest nicht mehr bei jedem Essen immer automatisch Fleisch zu essen, voll sinnlos oder so, ne? So für die Umwelt und bla bla bla. Und diese Netflix-Dokus sind aber schon auch ein bisschen hart zwischendurch. Also keine Ahnung, ich glaube, da gab es sogar so Sprüche dabei, Alter, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ich will jetzt auch nichts Falsches zitieren, aber ja, so ausgewogene Berichterstattung ist das halt auch nicht unbedingt, sondern auch in erster Linie Entertainment, ne? Aber ich habe mir die auch reingezogen. Oder bei Tieren habe ich echt so ein, das trifft meinen soften Punkt so, wenn ich sowas sehe, es gibt ja manchmal auch so Videos auf Facebook oder so, wo so ein Hund, so, der ist so voll am Ende, der wird dann aufgepäppelt, ne? Da habe ich immer die Tränen in den Augen. Also ich kann alles gucken, weißt du, so Horrorfilme, so meine Frau fürchtet sich, ich bin so voll, so ich lache darüber. Weißt du, was das bei mir ist? Sportfilme und Sportdokumente. Ja, wenn die am Ende so das... so richtig gut, ne? Ja. So, du guckst dir so richtig miese Kriegsdokus an oder so miese Filme. So. Und dann so ein Sportfilm. Krass, ne? Ich muss gerade denken, in meinen Zetteln, da müsste irgendwo was stehen, was gerade gut gepasst hätte. Du hast uns ja noch gedisst, ist mir aufgefallen in deinen 2020-Bars. Ich habe euch gedisst? Wie kann ich Hip-Hop dir dissen? Hip-Hop-Medien sind ein Witz, es geht im Interview um nichts, während uns der Klimawandel trifft. Ja. Gut. Da wollte ich dich nämlich noch fragen, wie konntest du eigentlich lebst? Das muss man ja nicht aus dem Kontext nehmen. So, weil das ist ja so gemeint, wie Hip-Hop-Medien sind ein Witz im Gegensatz zu dem, was passiert. Das heißt ja eigentlich, wir unterhalten uns oder ihr Rapper oder ihr Hip-Hop-Medien. Mhm.
wir bloggen so eine Scheiße teilweise über, der hat das über denen gesagt und so. Und die, der Subtext von dem Satz ist ja einfach nur, es gibt Wichtigeres auf der Welt als safe. Hier Rapper XY hat das gesagt. Aber ey, im Umkehrschluss kann ich es auch verstehen, es gibt eine Interessengemeinschaft, die will halt genau das wissen. Ich bin ja nicht blöd, so weißt du. Dasselbe war ja, wo ich gesagt habe, und da kann ich jetzt mal den Ball zurückspielen, auch im selben Track. Wenn das hier so weitergeht, ich weiß nicht mehr genau die Line, ja, waren 2020, ich weiß nicht mehr genau die Line. Wenn das so weitergeht, habe ich gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ja. Und daraus wird ja auch dann wieder gemacht, ist das vielleicht sein Karriereende? Fragezeichen. Ja. Also siehst du, so da, ich weiß nicht, wo... Wolltest du doch auch in Ruhe. Da beißt der Fuchs sich selber in den Schwanz. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Suzuka 2, man weiß nicht... Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich habe noch zwei wichtige Sachen, die ich hier sagen muss. Und dann können wir noch mal kurz über lockerere Sachen reden. Und gleich kommen wir auf jeden Fall aber noch mal auf diese ernsten Themen zurück, weil die stehen ja hier schon auf meinem Zettel. Und daran muss ich mich ja natürlich auch halten. Nämlich erstens, ihr könnt Fragen posten an Echo. Und ich werde am Ende zusehen, noch ein bisschen Zeit zu finden, um eine Auswahl davon, die Jane zusammenstellen wird, im hiphop.de-Kanal. Nur den können wir da gerade checken. Echo zu stellen. Zweitens, was haben wir eigentlich für ein Goal heute? Das müsste Ju mir gleich nochmal sagen. Ich habe gehört, einer rasiert sich den Kopf. Aha. Welches Goal haben wir denn? Wie viele Abonnenten brauchen wir heute? 115. 115 und dann rasiert sich DJ Axoy den Kopf. Ja. In der Sendung. Ja, rasiert mit Shampoo haben wir nachher. Okay, Friseure haben wieder offen. Es wird wieder rasiert in Deutschland. Auf 3 mm mindestens. Vorausgesetzt, wir schaffen es auf 115 Subs. Bin ich gespannt, Alter. Okay. Ich habe hier schon mal angeboten, ich mache Liegestütze-Battle. Nichts geworden. Er muss direkt Kopf rasieren. Mal sehen, was wir nächstes Mal machen. Vielleicht besser für uns, Alter. Also, wir müssen ja auch nichts machen heute. Ja, ich will auch keine chillen. Liegestütze machen, sonst sehen die Leute, dass ich Quarantäne nicht mit Sport verbracht habe. Aber du hast hart gearbeitet gestern. Ja. Und hast schon einiges in den Knochen wahrscheinlich, weil du gestern beim, wie heißt es, Free European Song Contest warst von Stefan Raab. Jawohl. Und da für die Türkei angetreten bist. Bruder, Stefan Raab ist eine große Inspiration für mich. Schon als ich ein kleiner Junge war, war er immer ein großes Vorbild für mich. Ich bin in diesen Hallen, wo das jetzt auch stattgefunden hat, quasi gefühlt aufgewachsen. Viva war in diesem Gebäudekomplex. Ja. Das ist wie mein zweites Entertainment zu Hause. Und natürlich, als die Anfrage kam, ich auf meine Hip-Hop-alten Tage, ja, noch nicht Menschen-alten Tage, aber Hip-Hop-mäßig, bin ja schon seit ich 15 bin irgendwie aktiv, dass ich da noch mitspielen darf, ja, neben Leuten, die gerade wirklich große Namen sind, keine Ahnung, Vanessa Mai und so, weißt du, das war einfach für mich ein geiles Kompliment und ich hoffe, ich habe irgendwie Hip-Hop gut represented und natürlich auch mein Land gut represented. Der Song ist ja jetzt auch rausgekommen. Für den kannst du ja auch mal noch mal ein bisschen Werbung machen. Und ja. Ich habe die ganze Show nicht gesehen. Ich habe nur dann noch mal die Presse da. Schande über dein Haupt, Alter. Ey, es war gestern, erstmal muss ich sagen, es war gestern das meistgeguckte in der Zielgruppe. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Das war die A-Show sozusagen im Fernsehen. Die hätte stattgefunden, weil der eigentliche Eurovision Song Contest nicht stattfinden sollte. Genau, wegen Corona gecancelt ist. Das war dann so eine alternative Version mit irgendwelchen Live. So wie wir gemacht haben mit unserem Live-Twitch. Das war aber dann bei denen so. Ja. Ja. So, und der Stefan Raab, ein Genie wie er ist, hat ja gesagt, okay, Eurovision ist eh mein Ding irgendwie in Deutschland, da grätsche ich da mal rein, so, weißt du? Ja. Also denke ich zumindest, dass er sich das so gesagt hat. Und dann hat er seinen eigenen Contest gemacht. War der nicht da? Er war Backstage vor Ort, ja. Na krass. Mit ein bisschen Smile, weißt du, wie man es kennt von TV Total Ära, so ein bisschen... Ja. Sich selber nicht so ernst nehmen, aber trotzdem einen schönen Wettbewerb machen. Und die Türkei hat 12 Punkte aus Polen bekommen. Ja. Dank Lukas Podolski. Ja, Mann. Hashtag Ehrenmann, Alter. Wenn wir hier bei hiphop.de sind, versucht das dann mal in der Hip-Hop-Sprache zu formulieren. Ja? Hashtag Ehrenmann. Aber sowieso, ich will nicht sagen, ich habe damit gerechnet, aber der ist gerade in der Türkei. Wir sind auch noch beide Kölner. So. Ich kenne ihn auch. Ich habe schon mir gedacht, als ich gehört habe, dass er Juror ist, dass ich da relativ hoch abschneide. Ja. Ich habe mir auch noch heute zur Vorbereitung Killer Hakan Songs mit dir reingezogen. Ich glaube, den letzten und den vorletzten, die ihr zusammen gemacht habt oder so. Ich könnte jetzt nicht den Titel sagen, da müssen wir vorher noch ein bisschen türkisch Aussprache beibringen, bevor ich das irgendwann mal kann. Aber fand ich auch richtig nice. Und ich habe mich dabei nochmal gefragt, wie bekannt du eigentlich zurzeit in der Türkei bist. Ich weiß noch, dass ich mal...
kann ich es sagen, von wem, sagen wir mal, von einer Freundin immer gehört habe, die immer meinte, ihre Oma erzählt immer irgendwas von dem Werbespot, den du da für Tee am Laufen hast oder sowas und feiert den irgendwie oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte die das auf dem Schirm. Und in Deutschland bist du ja, wie du, der selbsternannte Quotentürke, das ist schon öfter im deutschen Fernsehen, die Türkei represented, ja, ja. In der Rap-Szene auch. Ja. Wie ist das eigentlich in der Türkei? Also in Deutschland, fangen wir mal das an, weil das irgendwie offensichtlich ist oder auf der Hand liegt, bin ich auf jeden Fall einer wahrscheinlich von den bekanntesten Deutsch-Türken. Ja? Vielleicht, wenn du ein paar Fußballer abziehst, vielleicht sogar der bekannteste, weiß man nicht. Mhm. Ne? Teile mir da wahrscheinlich einen Thron mit irgendwie hier, Bülent Ceylan gibt es noch, ja? Kaya Jana gibt es noch. Und dann halt Mesut Özil, der ist wahrscheinlich noch bekannter als wir, weil er weltweit bekannt ist. Aber so für Deutschland-Verhältnisse bin ich auf jeden Fall oben mit dabei. Ja? Dafür bin ich erstmal total dankbar. Mhm. Und im Nachhinein hat alles einen Sinn gemacht, weißt du, meine Affinität zum Fernsehen, die ich ja schon in frühen Jahren entdeckt hatte in mir, ja, was ja die ganze Hip-Hop-Szene damals war ja alles so streng, nicht verstanden hat und da auch irgendwie so durchgängig so ein Jahr lang auf mir rumgehackt hat dafür. Mhm. Jetzt im Nachhinein kann ich mal sagen, Edge, Badge, ja, ich habe da so meinen Weg gefunden und der spiegelt das wieder, was auch damals anscheinend in mir war. Also vielleicht sollten wir auf unsere Jugendlichen ein bisschen hören, wenn die was in sich tragen, so, weißt du, und etwas zum Ausdruck bringen cool. wollen. Cool, coole Einstellung. Und ey, ja, also ich bin ja auch bekannt dafür, nicht der größte Freund der glatt geschliffenen Popmusik zu sein, dass ich dann eher ein bisschen rougheren Rap mag. Aber beispielsweise, als ich auch nochmal durch dein Instagram durchgegangen bin und die ganzen Werbekooperationen und sowas gesehen habe, dachte ich mir dabei auch wieder, du machst definitiv für sehr viele Leute, inklusive auch uns und ganz viele Rapper, Medien und so weiter, da einfach sehr viele Türen auf. Mhm. Du machst da ja super viel. Du hattest mit Philipp Westermeier dieses Startup-Ding, ich weiß ja, gar nicht ja. für wen, ein Wodka war dabei, Welthungerhilfe ja. war, glaube ich, dabei. Ja. Für Abstand halten in der Corona-Zeit war was dabei und so weiter und so fort. Also abgesehen davon, dass das hoffentlich auch ein lukratives Geschäft für dich ist, ist das, glaube ich, was für Hip-Hop eine gute Sache ist. So, das ist einfach so, weil da oft das Problem ja ist, dass man das Gefühl hat, in der Vergangenheit außen vor gehalten zu werden, dass man nicht reinkommt, dass es Vorbehalte gibt und so weiter. Ja. Ist das gut für meine Marke? Kann ich mit so einem Rapper arbeiten? Genauso wie ich damals irgendwie Gott sei Dank einer der ersten sein durfte, die so ein Star-Appeal erleben durften mit Hip-Hop, ja, so ein Mainstream-Star-Appeal, der auf einmal da war. So, ja. Darf ich heute als einer der ersten miterleben, was man danach damit machen kann? Ne? Und natürlich ist das eine Gratwanderung oder eine Grenzwanderung oder wie man das nennt, weil das noch nicht erforscht ist eigentlich, dieser Weg. Ja? Mhm. Das, wie du sagst, da geht jetzt einer mal davor. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, der jemals sowas gemacht hat. Aber das ist wieder das, was ich dir eben gesagt habe. Ich habe das früher schon in mir gefühlt, dass ich nicht nur 16er schreiben kann, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, moderieren kann, schauspielern kann. Weißt du, das ist halt mein Ding. So, weißt du? Und ich finde es einfach, es ist einfach schön, dass ich das machen darf. Du hast auch ein Startup gegründet, war zwischendurch in den Medien. Ja, ja. Wie Verdienst in Köln, glaube ich. Ja. Aber der läuft noch nicht. Das darf auch nicht, das soll alles perfekt sein. Also da haben mir jetzt auch viele geschrieben, ey, warum gehst du jetzt nicht raus? Sie haben mir die Idee gehabt. Lockdown und so weiter. Ist Lockdown, jetzt kannst du so. Ja. Also ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, an jeder Tür in Köln irgendwie eine Packung Kekse zu bringen. Mhm. Es geht darum, ein Startup-Unternehmen zu gründen, eine Idee zu verwirklichen, die dann auch funktioniert. Dass das Prinzip funktioniert, der Ablauf funktioniert, ist das oberste Goal so. Weil nur dann kann man das den Leuten zeigen und dann kann das wachsen auf regionaler Ebene, weißt du, und dann kann man größer werden. Aber erstes Jahr gilt ja zu beweisen, dass das Prinzip an sich benötigt wird von den Leuten. Und da möchten wir unbedingt, dass der Kunde zufrieden ist und wir diesen Ablauf halt einhalten können. Und deswegen ist Vorbereitung da das A und O. Für die Idee an sich haben wir schon viele Props bekommen. Das ist aber nichts, worauf wir uns ausruhen können. Okay. Und du bist da halt auch wirklich, also nicht nur das Aushängeschild nach außen, sondern irgendwie aktiv dabei, mit das an den Start zu bringen. Und ich bin im Marketing, Bro. Mhm. Ne? Weil durch meine Hip-Hop-Erfahrung und Medienerfahrung weiß ich, wie man Sachen so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie an die Leute bringt, dass die News mitbekommen, so, weißt du? Ja. Liefern wirst du nicht. Es sei denn, es ist für eine geile Werbeaktion. Ja, vielleicht. Hast du eigentlich mal richtig bescheuerte Nebenjobs früher? Denn Skateladen gab es, ist ja nicht bescheuert, ist ein sehr cooler Nebenjob. Ja. Aber ich war im Skateladen, in dem
damals in diesem Battle, was ich mit Kool Savas hatte, da wurde ja da scherzhaft gesagt, weil dass ich im Schuhladen gearbeitet habe. Oh Gott, weil das war damals in den 90ern, gab es mal so eine Sendung, die ist Al Bundy, und da war so ein Typ, der hat im Schuhladen gearbeitet. Da war Schuhladen so ein bisschen witzig. Ich glaube, das ist in der Hip-Hop-Szene nicht unverbreitet, dass man in einem von den, weißt du, von den Fashion-Retailern mal irgendwann gearbeitet hat. Das heute ist es vielleicht Job. Snipes, ne? Das gab es damals nicht. Ja. Aber es war so ein Laden, damals war Skaten noch ein bisschen mehr in. Mhm. Und deswegen war es ein Skateland, da gab es natürlich auch Skateschuhe. Aber eigentlich war es auch nicht mein Job. Ich habe einmal, ich weiß jetzt, ich habe den Kollegen von Rap.de einmal angerufen, weil da war irgendwie eine Bio von mir und da stand ex-beruflich, also das stand eindeutig, dass beruflich Schuhverkäufer gewesen. Habe ich dann eigentlich, du bist bekloppt, sag ich. Ich war Schüler und habe nebenbei in einem Skateladen gearbeitet und du schreibst das so, als wäre ich, weißt du, vom Beruf her Verkäufer gewesen. Jetzt hast du 3 Jahre Ausbildung gemacht und jetzt. Ja. Aber egal, weißt du, wer das, wer so denken soll, soll denken. Also, mein bescheuerteren Job hattest du gar keine Zeit, weil du ja dann, während ich in der Oberstufe warst, liefst du ja schon auf Viva, obwohl wir gleicher Jahrgang sind. Ja. Direkt entdeckt. Mein einziger Job in meinem Leben war im Skateladen Einzelhandel. Ich war tatsächlich mal 3 Monate oder so Barkeeper. Ach, geil. Stimmt, passt das schon, dass ich hier stehe. Jetzt bist du wieder. Andere Jobs. Im Kiosk habe ich auch mal gearbeitet, immer sonntags. Und auch mal. Ich war der schlechteste Barkeeper Düsseldorfs, glaube ich. Also ich musste immer so Snobs am Flughafen Wein verkaufen, ohne Ahnung vom Wein zu haben. Geil. Einmal habe ich es geschafft, Kakaopulver, wo wir gerade bei Schokomel sind, hier ist kein Vollautomat, ne, von Kaffee, in Kaffee-Vollautomat, oben tust du ja die Bohnen rein. Und ich war so verpeilt im Gedanken woanders, habe über das Leben nachgedacht, dass ich das Kakaopulver in die Kaffeebohnen reingekippt habe, also in das Fach. Musste dann der Chef mit dem Staubsauger wieder raussaugen und so. Also lief gar nicht gut. Bisschen Stress da noch gehabt und immer was dann zum Glück auch wieder vorbei. Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, alle. Genau. Da muss man, wie ich eben sagte, auf die innere junge Stimme hören. Ja, und die hat auf jeden Fall gesagt, aus dir wird kein guter Nee, trinkst du eigentlich Kaffee? Ich trinke viel Kaffee, zu viel Kaffee, gerade jetzt in Quarantäne. Ich habe jetzt in Quarantäne, meinte meine Frau immer zu mir, als ich mich wieder beschwert habe, mir ist schon wieder schlecht. Und ich dachte immer so, hey, Bewegungsmangel und so. Ich bin schon mal abends noch 2 Stunden spazieren gegangen und habe Sport gemacht morgens und so. Meinte sie, vielleicht hörst du einfach mal auf, 2 Liter Kaffee am Tag zu trinken. Mhm. So, Gute Idee. Das könnte man mal versuchen. Weißt du, wie hart das ist, nach 15 Jahren Dauerkonsum von Kaffee damit aufzuhören? Richtig eklig. Ich trinke viel Kaffee. Ich habe ja mit allem aufgehört in meinem Leben. Klar, abends trinke ich mal einen. Ne? So, wir gehen manchmal, keine Ahnung, wenn es was zu feiern gibt. So im Garten oder was auch immer. Aber ansonsten bin ich komplett clean und mag es auch nicht mal, dass Leute neben mir irgendwas machen oder mageln oder so. Bin da voll streng so und strikt. Mhm. Ist halt eine Entertainment-Branche verbreitet, dass hier und da gekifft wird oder sonst was. Aber nicht neben mir, Digga. Ich will mit sowas nichts zu tun haben, weil ich mache versuche fokussiert zu bleiben. Das passt nicht zu dem Tagesablauf einfach. So, aber ich will es nicht verurteilen, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe für mich entdeckt, dass es für mich nichts war. Hab mein Leben geändert und auf einmal, bam, lief es wieder alles. So, ja. Mhm. Kaffee ist natürlich ist so eine Last, hast du völlig recht. Gerade jetzt, ich versuche auch mit Zigaretten aufzuhören, habe mir so eine Regel gemacht, alle 3 Stunden. Und da gerade hilft mir der Kaffee wiederum, diese 3 Stunden zu überwinden. Weißt du, dann denke also, ich mir, ja, mehrere Sachen auf einmal ist natürlich schwer. Und man switcht dann schnell und macht dann was anderes. Ja, ja. Mit Rauchen habe ich aufgehört, als meine erste Tochter geboren wurde. Und da hatte ich sehr schlechte Laune für einen Monat. Vorbildlich. Und Kaffee... Also mindestens eine Woche lang kannst du auf Konzentration oder Wachsein irgendwie nicht zählen. Mhm. So langsam, langsam bessert es sich auf jeden Fall. Naja, muss ich dann nur noch mit Alkohol aufhören danach. Du hast gerade vorhin gesagt, man sollte zwischendurch mal auf die Jugend hören. Ne? Wie der junge Echo Freezy, der ein bisschen zu fly fürs Deutschrap-Game war. Der König von Deutschland auf Viva, wo andere Leute da am Haten waren, weil du da schon im Fernsehen warst. In den 2020 Bars geht es ja um so ziemlich alles. Die sind ja auch ziemlich lang. Wie lange eigentlich nochmal? Anderthalb Stunden rappt Echo quasi einen Song durch. Die Beats switchen zwischendurch. Die Themen ändern sich auch mal. Man kann es sich auch wie ein Album anhören. Man kann es super beim Arbeiten nebenbei hören, habe ich heute nochmal gemerkt. Cool. Das ist richtig nice und steckt halt auch viel drin. So, und da geht es zwischendurch auch immer wieder um das Verhältnis von dir als OG Echo Fresh und zu der jungen Generation und du gibst so ein paar Sachen mit auf den Weg. Hörst du eigentlich bei denen rein? Weil in den letzten Jahren war ja oft immer das Thema auch Autotune wird eigentlich noch richtig gerappt und du bist natürlich jemand, der dafür steht, dass er halt 2020 Bars durchrappen kann und so weiter. Ich finde, neben dem ganzen Shisha Lounge Autotune Sound, den es aktuell ja absolut gibt, gibt es aber auch eine Menge junge Acts, die zumindest richtig rappen. So, ja, oder? Ja.
Ja. Verfolgst das du? Schließt sich auch nicht beides aus. Ne? Also ich bin haben wir schon ein ganzes Interview drüber gemacht, letztes Quarantine-Interview. Mhm. Ich bin hier, will hier nicht die Spaßbremse sein. Ne? Ich gebe da ja schon differenzierte Aussagen irgendwie von mir. Ich sage nicht, dass es alles scheiße oder ich verteufel das alles. Im Gegenteil, ich finde das nice, weißt du? Ich ist jetzt vielleicht nicht, was ich mir immer anhöre, so, aber ich höre eine Mischung halt. Ja, ich dachte auch gerade an Leute, die es halt eben nicht nur Autotune machen oder so. Also ich muss ja auch sagen, ich war bei Newcomer natürlich auch schon mal näher am Puls der Zeit. Ne? Inzwischen gibt es Menschen wie Aria oder Clark oder Esso, die bei uns da näher dran sind als ich, während ich mich mit irgendwelchen anderen Dingen halt eben beschäftige. Aber wenn ich da zwischendurch reinhöre, als klassischer Rap-Fan, finde ich das schon nice. Ich mag halt den aktuellen Drill-Sound zum Beispiel und der ist halt auch Rap-lastig und so. Ist vielleicht nicht so ein Geflexer wie zu Deutschrap-Technik-Hochzeiten und so, aber keine Ahnung, wen gibt's da alles? Simba beispielsweise oder Pashanin, wird er so ausgesprochen. Verfolgst du die? Kennst du die? Ich kenne den neuen, der ist ein Fly-Dude. Warte, ich habe gerade mit Ju nochmal über den geredet. Wie hieß der nochmal? Ist der Ju hier? Ju? Wie hieß der nochmal, der hier, der die alten Marken repräsentiert und so? Der Junge, der trägt so alte Elias. Elias? Ja, ah. Elias. Der ist gut, oder? Ja, der ist nice, auf jeden Fall. So, deswegen, alles ist... Den feierst du, den kannst du dir verpacken. Bro, ey, ich will nicht, dass es hier so rüberkommt. Also nein, ich weiß, du hast letztes Mal schon genug Props gegeben. Ich wollte dich auch ein paar konkrete ansprechen und wollte gucken, pass auf, ob du die kennst. Ich stelle vor, ich bin Robert De Niro vom deutschen Hip-Hop, okay? Mhm. So, Robert De Niro spielt dir auch mal so einen Arthouse-Film runter so, und zeigt mal, was er kann. Wie 2020 Spaß, soll jetzt nicht für alles vermessen klingen. Hm. Aber der spielt auch mal so eine Unterhaltungskomödie mit. Ja, wie hier meine Frau, ihre Kinder und ich oder wie das heißt. Hm. So, und so sehe ich das auch. Ich habe 2020 Spaß gemacht, ich wollte mein Statement setzen, auch für meine Hardcore-Fans, dass die sehen, ich mache nur, die gönnen mir das ja, dass ich mal das mache, mal das mache. In der Medienwelt und so. Aber die sollten auch mal sehen, hey, ich habe euch nicht vergessen und das ist mein Statement zu Rap jetzt gerade. Aber was nicht heißt, ich will keine unterhaltende Musik machen. Ich will ja nicht nur hier die ganze Zeit so Arthouse-mäßig sein und so voll nur für so ein bestimmtes Genre stehen. Ist ja dein neuester Song jetzt auch nicht. Ganz genau. Was hältst du eigentlich von Apache, wo wir gerade schon bei der Richtung super sind? Gut. So, super. Ist ja auch immer so cooler an der, Style, der Grenze zu Pop und trotzdem ist es irgendwie vom Swag her einfach Rap. Super. Ne? So. Geiler Dude, Alter. Voll. Wen gibt's noch gerade? 102 Boys und BHZ, kennst du die? Musst du mir mal schicken und dann... Wir können ja mal was machen, Mom's wo wir die alle zusammen hören. Und kennst dann du die? Nee. Delta Love? Nee. Von UFO? UFO, ja, UFO kennst du. UFO kennst du, aber Delta Love, den kurzen, kennst du nicht, der 17, glaube ich. Nee. Okay. UFO hat ja ein... Collabo-Album mit Ezhel gemacht, türkischer Rapper. Ich bin großer Fan von Ezhel zum Beispiel. Und die harmonieren super, die beiden. Okay, cool. Lass uns zu deinem Album nochmal kommen. Letztes Mal hatten wir auch schon ein bisschen Ausblick auf dein Album. Also erstmal gibt es ja jetzt gerade ein Best-of-Album, Legende heißt das. Das ist ja schon... Bist du draußen mit 4 neuen Songs, glaube ich, da drauf. Das ist aber schon, das ist schon 1-2 Jahre her, Digga. Anderthalb Jahre ist es ja. Okay, ich dachte, das käme jetzt. Das war als dieser Integrationssong, wofür wir diesen Webvideopreis bekommen, dieses Joyner Lucas-Ding. Ach so, also, ja, ich weiß auch, dass da Aber drauf war. Aus der Zeit ist das einfach, wo Aber war. Okay, ich dachte, das käme jetzt. Aber war einer von diesen 4 neuen Songs. Okay, den könntest du jetzt eigentlich nochmal neu mit Verschwörungstheorien eigentlich oder? Aber kein Bock, Digga. Ja. Das ist dann wieder so, ey, dann mach ich wieder so einen Text. Aber Deutschland braucht wieder so einen Vermittler. Es war nur für Leute, die das noch nicht kennen, es gab ja auf der einen Seite quasi den... Bruder, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, dass diese ganzen Verrückten auf meinen Instagram-Seite kommen. Die sollen zu mir kommen. Ich finde doch irgendeinen Rapper, der dabei mitmacht. Ich will, dass schöne Leute, Alter, schöne, anständige Leute bei mir auf Instagram kommen. Weißt du, so, dass Like mit mir reden, so das. Ich hab keinen Bock auf dieses, weißt du... Wem willst du da was erzählen? Der das denkt, der hat ja sowieso schon seine Meinung. Den kriegst du auch nicht mehr umgepult, so, ja? Wer weiß. Ich habe die Hoffnung nur nicht verloren. Aber ja, lass uns zurück zu deinem... Ich könnte das machen, aber ich will es gerade nicht. Ich will jetzt nicht so ein 90 Bars über diese Typen. Aber ich hatte das Gefühl, du möchtest schon über ernstere Themen schreiben gerade. Bist du in dem Mut? Weil du auch viel in den 2020 Bars darüber gesprochen hast. Aber ich habe auch schon viele abgefrühstückt. Ich habe auch schon viele abgefrühstückt. Allein in den 2020 Bars. Also generell auch schon. Und vor allem mit dem Thema Integration und Rassismus hast du viel gemacht. Und das Thema wird nie wegfallen. Genau. Die soziale Komponente wird von
von Ecofresh-Dings nie wegfallen. Ja? Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht ein bisschen lockere Musik machen will auch. Ne? Also wir werden sehen, wie das Also du kannst doch nicht sagen, ob es eher ernster oder eher lockerer wird. Ich hatte so das Gefühl, es geht eher so, also das war das Ende von unserem letzten Interview, wo ich so das Gefühl hatte, wo ich so meinte, hey, es wäre richtig nice, wenn du in die Richtung ein Album machen würdest und deine Reaktion wirkte so, als hätte ich Chance. Was ist denn heutzutage ein Album? Das ist doch schnell gemacht. Dann machen wir zwei, dann machen wir so eins und so eins. Doch egal. Immer die Kompromisslösung. Da ging es, glaube ich, um Migranten repräsentieren, ne? Und ja. Verantwortung übernehmen und vielleicht sowas wie in so eine Art erwachseneren Rap machen. Ja. Was ja auch so ein bisschen gegen die Zeit wäre. Ich habe letztens noch, kennst du den Podcast von Sio und Chata? Ja. Ne? Die haben gerade einen Podcast. Ja. Ein bisschen was davon habe ich gehört. Ziemlich witzig. Mit, keine Ahnung, absurden Techniken, die man im Knast lernen kann, um Essen zuzubereiten, wenn man und so weiter. Sind die richtigen auf jeden Fall. Konnte man auch noch was darüber lernen, über Musikindustrie, weil es auch nicht so völlig neu ist, aber Chata hat das sehr pointiert, fand ich dann nochmal so rübergebracht, dass er einfach so meinte, wie halt eben durch Streaming jetzt halt eben die Bedeutung von jugendlichen Hören viel höher geworden ist und dass man früher halt im Laden auch immer noch gutes Geld damit machen konnte, Sachen, die 45-Jährige ansprechen oder sowas, da nochmal aufzuwärmen, ins Regal zu stellen, die haben das gekauft, die hatten ja Geld, die waren regelmäßig im Saturn und so blablub, ne? Und heute ist das halt marginalisiert von 15-jährigen Dauerstreamern. Wir beide werden auch hardcore auf Rap ausgerastet sein in dem Alter. Hätte man ich das weiß genau, können. Was du meinst. So, es geht zum Beispiel darum, zum Beispiel Quotentürke, ich nehme das mal als Beispiel, ist so ein Song, den, egal welcher Bühne ich bin, irgendwie die Leute kennen mit mir in Verbindung. Mhm. Ne? Aber der hat irgendwie 16 Millionen oder geht auf die 20 Millionen zu. Jetzt gibt es aber neue Songs, die haben vielleicht 150 Millionen. Du würdest aber jetzt vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, wenn man den auf dem Marktplatz in, keine Ahnung, Buxtehude spielt, dass ihn da alle kennen. Das ist wahrscheinlich was, hat was damit zu tun mit der Art, wie man Mucke konsumiert und dass junge Leute, wie du jetzt gerade sagst, das totstreamen, weil die auch viel mehr Zeit haben am Handy. So, ja. Und das ist wahrscheinlich die Dings-Message dahinter. Ja, sehe ich genauso. Deshalb dachte ich halt, okay, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es die Zeit für Erwachsenen-Rap auf jeden Fall auch ist, weil Leute wie wir ja auch nicht jünger werden. Wir sind jetzt so 36 und es gibt auch 46-Jährige, die Rap hören. Und in 10 Jahren gibt es noch viel mehr 46-Jährige, die Rap hören und so weiter und so fort. Und auch die wollen irgendwie Mucke haben. Wir haben ja nicht alle Bock, dann umzusteigen auf, keine Ahnung. Bro, diese Art von Liedern, ich kann ja gar nicht anders. Das ist ja das, was aus mir rauskommt. Also das werde ich immer machen. Ne? Und wir leben in Zeiten, wo es halt wieder zurück zu dem Ding, in Interviews geht es im Nix, während draußen Klimawandel ist und so weiter, diese Line von dir. Mhm. Es gibt ja super viele krasse Themen und eigentlich müsste man doch auch erwarten, dass sich das irgendwie in Rapmusik mal wiederfindet. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit von Gucci, Prada, noch eine Shisha und ich habe mir einen neuen Lamborghini gekauft rappen, während drumherum die Welt brennt. Ja, das wäre komplett falsch rum. Ja. Früher, als Rap angefangen hat, waren alle auf Tralala und Rap hat gesagt so, ey, das ist überhaupt nicht die Realität, was ihr da erzählt. Ich erzähle euch was von der Straße und deshalb war Rap irgendwie interessant. Mhm. Weißt du, das darf sich ja nicht ins Gegenteil. Theoretisch nicht. Ich wäre auch der richtige Mann dafür, aber alles genau zu seiner Zeit. Ich gucke, wann ich wo was mache. Mhm. Vielleicht mache ich einen Teil, teils. Vielleicht mache ich zwei Sachen, die genau in so welche Richtung gehen. Weißt du, es wird ja eh in Singles irgendwie gedacht, so. Ne? Und ich kann ja da mal auch so eine Single machen, ich kann ja mal so eine Single machen, weil vielleicht meistens ist es ja auch so, dass nicht... Das ist ja nicht mehr so, dass alle das gleichzeitig immer mitkriegen. Das heißt, wenn du Glück hast, kriegt die genau die Zielgruppe mit und das genau die. Das kann dir natürlich auch voll helfen, vor allem, weil du in so verschiedenen Welten stattfindest. Vielleicht die türkische Community, vielleicht auch sogar in der Türkei, die ganzen Nicht-Hip-Hop-Szene-Menschen, die dich aber auch alle kennen in Deutschland, weil du halt eben so bekannt bist, plus halt eben die Kernszene, die es halt eben feiern, wenn du 2020 Bars rappst und so weiter, kann man natürlich eigentlich viel gezielter ansprechen heute. Ja. Genau, stimmt schon. Kann die ja alle irgendwie bedienen, dadurch, dass da habe ich einfach das zum Vorteil irgendwie, dass ich mich nie da gedrückt habe, verschiedene Sachen auszuprobieren und alle Sachen, die in mir sind, zum Ausdruck zu bringen in meiner Kunst. Muss natürlich, aber haben wir schon, wir reden jedes Jahr darüber. Dass meine Sache ist ja kein Kunstprodukt. Ne? Ich mache ja nicht hier, der ist so und so und bitteschön, sondern das ist ja wirklich immer das, was ich denke, was ich mir so ausdenke, worüber ich gerade reden will. So, ja. Aber gleichzeitig natürlich die ganz harten politischen Themen anzupacken, ist dann natürlich auch immer schwer. Ne? Denkst du dann über sowas nach, dass du auch keinem vom Kopf stoßen willst? Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst,
Klimawandel, weiß nicht, vielleicht auch kein Thema, wo sich alle auf alles einigen können oder sogar mit einem noch krasseren Thema, wie jetzt über Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona oder auch generell zu sprechen. Eigentlich aber ja selbst auch schon bei dem Migrationsrassismus-Thema oder so, ne? Also jedes Mal, wenn du dich positionierst, kann es ja auch Leute geben, die dann sagen, okay, mein Thema ist das Migrationsthema, so auch im entferntesten Sinne meinetwegen, weißt du, nur angeschnitten oder was auch immer, aus welcher Perspektive auch immer. Die anderen Sachen kann ich mal machen, ja, aber eigentlich ist es nicht mein Kernthema, Bro. Mhm. Da will ich dann eher zu anderen Bands, so, ja. Oder halt eben den jungen Rappern ins Gewissen reden und dem was über Rap-Karriere erzählen. Oder Verschwörungstheoretiker, ich will nicht über die reden. Weil ich weiß genau, ich bin, dann ist es irgendwo eine Headline und dann auf einmal kommen die alle auf meinem Channel, da habe ich gar keinen Bock drauf. Sollen bloß weg. Hast du eigentlich Probleme mit Nazis durch die Sachen, die du machst? Jetzt nicht so ausgeprägten Nazis, so ich glaube, die werden mir jetzt da nicht schreiben. Aber ich meine auch so. Aber so Rechtsgesinnte haben mir schon mal geschrieben, klar. Aber haben dir mal geschrieben, aber nicht so im Sinne von. Je nachdem, wenn so ein Song rauskam. Aber nicht so, dass dann irgendwie 20 Morddrohungen am Tag reinkommen oder so, wie das bei anderen Leuten ist. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Nee, nee. Das ist so. Nee. Ich gehe ja auch nicht bei denen so auf. Ich versuche ja nicht von denen irgendwie Fans oder so Supporter wegzugrabben. So, ja, ich finde in dem Kosmos statt und ich denke, das weiß jeder, wofür ich so stehe. Ja, als Deutsch-Türke erledigt sich das ja so, ist das dann ja sowieso nicht mehr die allerradikalste Aussage dann oder so. Weißt du, kannst du die ja vielleicht auch gar nicht mehr so zusätzlich aufstoßen. Ja. Naja, da gibt es wahrscheinlich ganz andere, die so ultra links sind, die dann eher so ein Feindbild für die sind oder sowas. Das ist ja bei mir nicht der Fall, Bro. Ich bin ja auch für Kapitalismus, ja. Wir befinden uns alle im Kapitalismus. Wenn du mich jetzt politisch einschätzt, bin ich wahrscheinlich ein bisschen links von der Mitte so. Und das ist mein Leben, Alter. Ne? Wenn ich wähle, mache ich immer einen für das Ideal und einen für den Realismus. Das ist mein Prinzip. Und so ist auch meine Musik. Ne? Ich stehe für den deutschen Traum. Also das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt kein... Du machst Conscious Rap im Versace-Pullover. Ja, zum Beispiel. Ich stehe für den deutschen Traum. Das habe ich immer gestanden, dass man hier was... Aber eine Sache muss ich sagen, mit ordentlichen Mitteln, ne? Nicht mit Kriminalität, da bin ich raus, da habe ich auch gar kein Verständnis für, da soll mich auch keiner ansprechen, ich habe hier Kohle mit das und das gemacht, null Bock drauf. Wenn du mir sagst, ich habe einen Laden aufgemacht, ich habe so die und die Idee erfunden, hier Startup, German Dream, so, ja, dann höre ich dir den ganzen Tag meinetwegen zu, wie du das gemacht hast und bin auch voll begeistert davon. Ne? Ja. Krass, ja. Du wirst ja auch in der Rap-Szene, da du ja auch öfter mal mit Gangster-Rap Berührungspunkte hast und so weiter, kriegt man natürlich auch mindestens am Rande was von Kriminalität. Ich glaube, die Jungs wissen aber, dass was meine Position im Leben ist und in der Unterhaltungsbranche. Ich glaube, zumindest so viele zu sagen, wie die respektieren das vielleicht auf eine Weise, weil die auch meinen Weg kennen. Das ist mir auch nicht in die Schoß gefallen. Ich respektiere auch zurück. Manche Sachen vertrete ich, manche nicht. Ne? Normal. Bei manchen muss man sagen, da haben wir auch im letzten Interview drüber geredet. Es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehe, wo jemand herkommt und mit was für Mitteln der teilweise arbeiten muss, um da rauszukommen. Wir haben über Gangster-Rap gesprochen, absolut. Also das respektiere ich. Nur das Ziel muss sein, rauszukommen. Wenn das Ziel nicht ist, rauszukommen, sondern irgendwie hier Pablo Escobar zu werden, da bin ich raus. Oder sogar andersrum, sich da reinzuarbeiten, weil es cooler ist für die Rap-Karriere. Ja, da will ich gar nicht von anfangen. Soll es ja auch geben. Ich sehe schon immer hier nebenbei hier auf dem Tablet, dass hier Fragen für dich reinkommen. Könnt ihr mir kurz ein Update geben, wie viel Zeit wir noch haben? Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne zu euren Fragen rüber. 10 Minuten bis wir Competition machen. Ja, nice. Dann können wir doch mal langsam. Jane, könntest du uns hier mal die Fragen rüberhauen? Ja, hau mal Fragen rüber. Dann haben wir schon ein bisschen was Vorsortiertes. Top 3 Rapper all time für ihn. Ja, das sind auch immer Fragen, die rauskommen. Aber die ist noch nicht vorsortiert. Top 3 Rapper. In Deutschland? Das steht hier nicht mit dabei. In USA, warte, lass mich versuchen. Ich habe dich schon 1000 Mal interviewt, das muss ich ja wohl noch wissen. Big Pun, Tupac und da bin ich raus. 3 kriege ich nicht hin. Wahrscheinlich Jay-Z oder Eminem. Wahrscheinlich Jay-Z. Okay, nice. Gute Auswahl. Okay, da kommen die Fragen. Ey, für Deutschland würde ich da sagen, darf ich mich selber sagen? Safe. Will ich mich selber sagen? Und dann gebe ich mal meine Props an Samy Deluxe, was ich jedes Mal mache, weil ich bin ein großer Fan. Und da gebe ich jetzt mal meinen Props an Farid Bang. Farid Bang. Weil der hat nochmal eine andere
Art und Weise das Game gechanged und auf ein neues Level gebracht. Im Unterhaltungssektor natürlich mit harter Musik, aber du hörst ja den Humor raus. Ja? Ich weiß ja, was da ernst gemeint ist und was nicht. Mhm. Als Rap-Hörer weiß man das auch und ich, weil ich ihn auch kenne. Und, du hast ihn rausgebracht. So. Ja, damals aber. Und jetzt, aber das ist ja ewig her. Der hat ja sich selber danach. Ja, nochmal, was sie danach mit seinem Label und so weiter. Rap-Mogul ganz andere geworden. Geschichte. Ich habe den nicht zum Rap-Mogul gemacht. Nein, ne? du hast ihn zum Rapper. Was heißt gemacht? Du hast ihm eine Möglichkeit gegeben. Du hast eine Plattform gegeben. Genau, ich habe meine Plattform den Leuten vorgestellt. Also ich will mich jetzt auch nicht so überhypen. Ich wollte nur damit sagen, der hat nochmal das NRW-Game auf ein ganz anderes Level gebracht. Mhm. Und hat eigentlich. Eigenhändig. Ich habe vielleicht die Vorarbeit, bin diesen Marathon gelaufen, irgendwann habe ich ihm gegeben, ich konnte nicht mehr. Deshalb habe ich ihm diesen Stab gegeben, weil ich hatte auch keinen Nerven mehr. Weißt? Ich musste da erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen. Er hat den genommen und ist gelaufen, hat den Run gewonnen gegen die anderen Städte. Und das ist jetzt das NRW, das Ding. Das war nicht immer, ne? Wollte schon mal sagen. Das waren eine Menge Leute damals auch zu dieser Zeit, die da was gemacht haben. Im Ruhrgebiet ging super viel ab, in verschiedenen Städten. Manuelsen, Snagger und Pillard und so weiter. PA Sports und alle Leute, die aus Essen kamen. Und dann natürlich, und da gab es auch immer wieder Anknüpfungspunkte, gerade zwischen Essen und deiner Crew dann, die ganzen Leute, die du halt eben mit an Start gebracht hast und die zwischenzeitlich mit dir unterwegs waren. Ja. Und in Düsseldorf gab es dann in der Mitte davon die Studios, wo sie sich alle treffen konnten und irgendwann war NRW richtig am Start. Und da ist Farid natürlich einer, den man ganz vorne nennen muss bei deiner Musik. Da hast du absolut recht. Ja. Deswegen gebe ich mein Gangster-Rap-Voting an Farid und mein Hip-Hop-Voting an Sammy und mein Entertainment-Voting an meinetwegen an mich. Mit Rap-Technik musst du dann nochmal tief in dich gehen und nochmal überlegen. Ja, Rap-Technik, über solche Details will ich nicht reden, weil da denkt ja jeder selber, ist ja normal, weil es muss ja selber jeder denken, sonst wäre man ja blöd, dass seine Technik die beste ist. Übrigens, jemand anders, der sogar noch länger mit dir unterwegs ist und der in den letzten 3 Jahren, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, auch richtig durch die Decke geht, ist Summer Jam. Hättest du eigentlich gedacht, wenn du ehrlich drüber nachdenkst, dass dann nach so einer langen Zeit das nochmal so einen Sprung macht? Weil nicht, dass er jetzt vorher nicht am Start gewesen wäre. So, er war mit dir am Start, er war mit dir in der Bushido-Zeit am Start. Er war danach bei Banger Musik am Start, hat er Sachen gemacht, Sujuk und Champagner und so weiter und so fort. Irgendwann kamen die Sachen mit Casey Rebel. Ja, immer kurz davor, hat immer nur das Köpfchen reingesteckt, genau. Aber nicht ganz. Ja? Ich weiß auch immer, wie man immer so über ihn oder mit ihm geredet hat. Ich dachte so, Digga, eigentlich vom Potenzial her, wie geil der Rap, was der für einen Humor hat und so weiter. Das ist so Top 3 Rapper-mäßig oder Top 5 ist ja jetzt egal. Ja? Auf Zahlen kommt es jetzt nicht so ganz genau an. Aber da war er halt nicht, wo man den gesehen hat, wie so manche Fußballspieler. So, und jetzt ist er plötzlich doch da, Alter. Was so ist deine Frage? Ob hättest du das die ganze Zeit noch gedacht, dass das dann funktioniert? Was denkst du, ob ich das gedacht hätte? Was lernt man daraus? Also ich würde denken, nein. Dass ich das nicht gedacht hätte? Meinst du, ich habe den einfach so mitgenommen, als mein, weiß nicht, eigentlich Ebenbild auf Tracks. Ich hätte nicht mal damit halt gerechnet, weißt du? Obwohl ich ja gleichzeitig, wie gesagt hätte vom Potenzial her Top 3 oder Top 5. Und weißt du, man denkt auch immer drüber nach, was sind Wege zum Erfolg? Und durchhalten ist auf jeden Fall wichtig und immer dranbleiben ist wichtig und so weiter und so fort. Aber nach wie vielen Jahren waren das? 10 bis 15 Jahre? Safe. Und das ist so wie, das ist wie 12 Jahre. Nein, safe. Und dann plötzlich bist du doch noch Real Madrid. Safe, habe ich gesagt, dass der das packt. Safe, Alter. Willst du mich flachsen, Alter? Ich war mit denen tagtäglich. Mhm. Der war mir ja ebenbürtig auf dem Track. Es war ja nicht so, dass ich da versucht habe, den auszustechen auf dem Track. Oder der war auch auf Tracks besser manchmal und so. Mhm. Klar, safe habe ich das gedacht. Alles, was ich schaffen konnte, konnte er genauso schaffen. Und noch mehr. Was glaubst du, wenn man so drüber nachdenkt, was man daraus fürs Leben lernen kann? Warum klappt es dann manchmal lange nicht und dann irgendwann doch? Muss man da an sich selber was denken oder muss da eine Gelegenheit kommen? Pass auf, wenn du möchtest von mir wissen, wie ich das mir erkläre oder dir erkläre. Hm. Ich sage, eine Sache hat das damit zu tun, dass der Sound, den wir gemacht haben, war sowieso immer der geilste. Nur die deutsche Hip-Hop, das wissen viele nicht mehr, wollten uns immer blackballen wegen dieser Optikgeschichte damals. Wir sind nirgendwo reingekommen, wir haben nirgendwo Placements bekommen. Die Tracks, die wir reingestellt haben, waren nur im Internet. Wir waren trotzdem Pappen in jeder Hood. Jeder hat uns gefeiert ohne Ende. Das heißt, das, was heute passiert mit diesen Streaming-Songs, gab es damals schon, nur wir konnten das nicht monetarisieren. Das heißt, wir waren alle broke. Mhm. Das heißt, wir waren eigentlich noch mehr als broke, weil ich war noch mehr als broke. Ich musste noch draufzahlen, damit wir uns das überhaupt alles leisten konnten, diesen Lifestyle zu führen. Ja. Ne? Und nicht den Gucci-Lifestyle, sondern den Lifestyle, Tracks aufnehmen zu dürfen, ohne dass wir an Hunger sterben. So, ja? So, ich will dir damit sagen, dass wir waren damals schon die Besten mit German Dream. Nur die Leute haben uns nicht gelassen.
Weißt du, deutscher Hip-Hop war damals noch so, jetzt kommen die Kanaken, ihr dürft hier nicht mitmachen. Das war so. Ich verurteile selber heute gewisse Sachen von Gangster-Rap. Aber was damals abging, das war nicht in Ordnung. Ja, das war alles wegen dieser Geschichte. Deswegen, ich will aber auch keinen Grudge holden, ja, weil mir geht es heute besser denn je. Deswegen, alles ist gut. Schön, dass es so war, weil heute, dadurch haben wir uns Motivation geholt. Aber nur jetzt auf Summer zurückzukommen, der war damals schon so. Ja, nur, dass das Leute jetzt wissen. Er hat lange genug darauf gewartet. Und das heißt, das Spiel muss dann einfach zu dir kommen. Also es ist nicht mal so, dass du sagen würdest, er hat dann seinen Sound geändert, er hat sich anders verhalten. Der hat das jetzt im neuen Gewand gemacht, sich der Zeit quasi angepasst. Aber ist auch nochmal, der feiert das ja auch. Das ist ja auch das, was er selber hört. Mhm. Das heißt also, wenn der das heute raus oder vor 3 Jahren rausgebracht hat, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass er nie so ganz im Vordergrund war, weil dann konnte der sich auch in einen Gewand zeigen und keiner hat ihm gesagt, so, ey, warte mal, ich habe jetzt die letzten 10 Alben von dir, aber das und das gehört. So. Mhm. Von daher ist es ja sogar vielleicht sogar noch besser gewesen, dass er vorher sich diese Phase so aufgebaut hat. Aber Bro, wir waren schon das, was heute dieses Streaming, Canex mit Autotune sind, das waren wir damals mit German Dream. Wir haben das erfunden, wir haben das gemacht. Frag jeden, den du willst. Frag Manuelsen, frag Farid, frag alle, die so stark in Interviews sind. Frag die, die werden dir das bestätigen. Wen ich noch Props geben muss, ist Hafti, weil der hat das nochmal genommen und dann nochmal seinen Swag reingebracht mit diesen ganzen Slangwörtern, weil das ist auch jetzt mit drin. Das gebe ich auch total zu. Aber German Dream ist das, was heute das ist, Alter. Frag die Jungs so, ja. Man muss nicht mich fragen, weil bei mir hört sich das dann an, so wie, als hätte ich. Ja, ich freue mich auch immer, was man aus solchen Geschichten, vor allem wenn man die so die ganze Zeit mitbekommt, weil den habe ich auch schon ein paar Mal interviewt im Leben, was man daraus so lernen kann, weißt du? Und einfach sein Ding dann halt durchziehen und immer hungrig bleiben und immer weiter versuchen, wo man die Chance findet. Und irgendwann kommt die Chance dann halt eben. Ich habe letztes Mal mit Farid drüber geredet. Die Art zu rappen. Weißt du, so Kennex, die so 2, 3 Double Rhymes in einer Zeile haben, das gab es vor German Dream nicht. Ja? Und danach war das dann Standard so. Ja? Also ich will das nur sagen. Und, ja, diese Kultur zu repräsentieren und gleichzeitig mit guter Technik zu rappen, auf jeden Fall. Und das haben dann andere Leute wie zum Beispiel Farid oder auch Casey und PA oder so dann irgendwann weitergeführt. Jane, zeig mir doch nochmal hier die Fragen. Ich habe jetzt meine eigene reingemischt. Sorry. Dim, dim, dim. Gibt uns mal noch Fragen hier, dass nicht immer nur ich hier die ganze Zeit rede, aber das hat mich jetzt interessiert. Es gibt hier immerhin so Toxic-Emojis, die müssen wir aber mal austauschen, glaube ich. Mir gefällt das Foto gar nicht. Ich sehe auch so ein bisschen aus, als würde ich Kopfhörerwerbung machen. Auf jeden Fall viel Erfolg an meine ganzen alten Brüder von German Dream, sei es eben Jam, Manuel, Farid. Und Casey und PA waren ja auch erweitertes Feld. Du sagst gerade, Casey und PA, die waren uns ja nicht fremd. So. Manuel die auch. Waren auch irgendwie im Umfeld. Lange Liste bei dir. Also Props an die ganzen Jungs, was die, in welche Richtung die Rap gelenkt haben. Das ist einfach bahnbrechend. So. Und Props an dich, dass du da deinen Teil beigetragen hast. Nee, mir hat nur die Sporthalle gehört, Alter. Ich habe die aufgeschlossen, gespielt haben die so. Ah, okay. Bescheidenheit ist auch eine Tugend. Von Choki, bist du noch in der Grand Branks unterwegs? Ich war echt lang nicht mehr in der Grand Branks, aber ich war generell echt lang nicht mehr so in der Stadt drin und so. Ich wohne ja jetzt ein bisschen ländlich. Lockdown auch. Ich gehe echt nur noch irgendwo raus, also abgesehen vom Lockdown, gehe echt nur noch irgendwo hin, wenn es irgendwas mit Beruflichen ist. Ich hänge jetzt nicht mehr irgendwo mit Kumpels ab. Die Zeit habe ich einfach wegen meinem Sohn gar nicht mehr. Weißt du? Mein Leben hat sich da in dem Sinn auch geändert. So. Ist es heute noch möglich, mit Oldschool-Rap bekannt zu werden, möchte Dopio wissen. Ich glaube, wenn du das richtig machst, wir haben ja gerade über Elias geredet, der ist ja jetzt nicht so weit vom, zumindest vom 2002er, 3er Oldschool-Rap. So, ja? Der macht ja auch diesen Fabulous Missing Style. So. Stimmt, du hast mich früher auch öfter an Fabulous übrigens erinnert, einfach wegen dem extremst nicen Flow, der immer so ein bisschen rüberkam, wie jemand, der sehr gut Basketball spielen kann, wo alles so easy aussieht. Ja, so, genau. Das war ja auch Fabulous mein, und du auch immer so zu Flow. War ja auch mein Vorbild, paar Saisons. Also, du musst einfach nur so gut sein wie Fabulous oder Echo, dann kann das funktionieren. Die Top 3 Deutschrapper hatten wir schon. Oder Shindy macht ja auch eigentlich diesen Style, ja? Den Fabulous-Style. Hast du Kontakt zu Sammy Deluxe, hat er ja schon gesagt. Ja. Hat er, natürlich. Was ist der beste Song, den du je geschrieben hast? Tschüss. Ich würde sagen, ich bin jung und brauche das Geld. Einfach nur so, weil es auch mein größter Hit war damals. Den habe ich halt mit einer jugendlichen Leichtigkeit geschrieben.
die kann man nicht mehr rekonstruieren, weißt du? Und deswegen ist so ein Stück Geschichte so. Und einfach als Hit. So. Genau. Ist nicht mal wahrscheinlich wegen Rap-Technik wegen oder so, Lyrics, sondern der nein, Song, der die Lyrics ist. Sind ja ziemlich verrückt einfach. Also, aber ja, das kann man nicht mehr rekonstruieren. Access Denied, was? Glaubst du, dass ernstere Themen wieder in den Vordergrund kommen, möchte MCOX wissen? Ja, das wäre quasi das, was ich auch vorhin gesagt habe. Die Welt um uns herum hat so viele ernste Themen gerade. Ja. Glaubst du, Rap-Musik wird sich ändern? Hattest du das vorhin gesagt? Oder nee, weiter alle über Gucci? Es gibt beides, das habe ich gesagt. Mhm. Und es ist auch nicht verwerflich, beides mal zu machen, weil wir fühlen uns ja nicht den ganzen Tag ernst, wir fühlen uns auch nicht den ganzen Tag Jiggy. Und wir müssen nochmal feiern. Wir müssen noch mal gutes feiern. Stichwort, lass uns mal ein paar lustige Spiele jetzt spielen, ein paar Let's Fragen unterbringen. Wir machen jetzt hier auf Hip-Hop.de ein bisschen Schokomel-Time, während wir hier umbauen. Eck, nur dass du es weißt, bei Take sind wir noch on die ganze Zeit. Okay.